3:2-Führung für die Französin Sandrine Testu. 3:2 Verzeihung für Conchita Martinez, die das Rebreak geschafft hat, wieder vorne liegt. Aufschlag jetzt für ihre Gegnerin. Perfekt gespielt, im richtigen Moment nach vorn gegangen. Was für ein Ballwechsel. Ja, da war keine Möglichkeit mehr, der Reflex von Conchita Martinez. Der Ball ins Aus. Und damit haben wir den Ausgleich wieder. Und das ist der Coach Philippe Duxin, der Trainer von Sandrine Testu. Also 3:3 der Spielstand. Er ist sicherlich ein bisschen enttäuscht darüber, dass die Spanierin das Rebreak geschafft hat gegen die Französin, die da ja so schön mit 2:0 in Führung gegangen war. Tja, und sie hat ihren Rhythmus sehr viel besser gefunden. Conchita Martinez, kein Wunder, dass Duxin so ein bisschen nachdenklich reinschaut, denn sein Schützling wirkt nicht mehr so überzeugend wie zu Beginn dieser Begegnung. Hervorragend. Und genau auf diese Art und Weise hat sich ja Sandrine Testu auch bis auf Platz 13 der Weltrangliste vorgearbeitet. Im relativ hohen Tennisalter von 25 Jahren oder 24 eben im Lauf des letzten Tennisjahres. Mit schönem, aggressiven und mutigen Spiel. Und gerade bei diesen beidhändigen Rückhänden sind natürlich die Schläge kaum zu erkennen. Die perfekte Antwort von Conchita Martinez, die immer gut gespielt hat bei den Australian Open. Ein einziges Mal nur die zweite Runde, das war aber 1989, danach ab 92, jedes Jahr mindestens vierte Runde.
Das ist ihr drittes Viertelfinale hier, der vierte insgesamt. Einmal hat sie es gut überstanden, nämlich 95, da erreichte sie das Halbfinale. Damals 1995 und 96, das waren ja auch die besten Jahre ihrer Karriere bisher. Von Conchita Martinez, da gab es sogar 95 sechs Turniersiege. Da kletterte sie bis auf Platz Nummer 2 der Weltrangliste. Letztes Jahr ging es dann doch relativ steil bergab, aber jetzt scheint sie sich zu fangen. Da gab es zu viele Trainerwechsel vielleicht. Erik van Harpen, der wechselte ja zu Patty Schnieder, nachdem es zu viel Krach gab mit Gigi Fernandez, der Freundin von Conchita. Carlos Kiermaier und dann Joe Brandy, der Amerikaner, aber das klappte alles nicht so gut. Mal sehen, ob Urpi jetzt mit ihr besser zurechtkommt. Zumindest bringt sie jetzt ihr Aufschlagspiel wieder durch. 4:3 für die Spanierin. Wir sind gleich wieder da. Neue Bälle für Sandrine Testu bei eigenem Aufschlag. 3:4 liegt sie zurück. Hatte ja mit 2:0 vorn gelegen, aber dann Conchita Martinez mit dem Rebreak. Und die Spanierin wirkt auch im Moment sicherer auf dem Platz. Allerdings die schöneren Punkte, die hat bisher sie erzielt, Sandrine Testu. Schön. Ein bisschen kurios die Bewegung, aber es sieht oft so aus bei diesen beidhändigen Aktionen am Netz. Dafür war der Ball gut platziert. Ja, der zweite fiel hintereinander weg. Dieser Mondball vorher von Martinez, der war schwer zu nehmen, da war es noch verständlich. Aber das hier eben war ein bisschen unkonzentriert und die Quittung ist ein weiterer Breakball für Conchita Martinez. Zwei sogar. Schön, ja, dem ersten Ass abgewehrt. Ärgert sich da verständlicherweise, denn da war gerade im ungünstigsten Moment die Seite gerissen und dementsprechend kann sie natürlich diesen Ball nicht mehr richtig kontrollieren. Also das war kein Konzentrationsfehler, sondern Materialschwäche auf der Seite der Spanier. Ausgerechnet bei der zweiten Breakchance.
Schön gespielt, außer Defensive heraus, diesen Netzangriff der Spanierin gestoppt. Und damit jetzt Spielball für Testu. Möglichkeit, Satz 1 für sich zu entscheiden. Wunderbar mit Gefühl und Überblick gespielt von Martinez. Noch einmal gut zu sehen, dass sie hier Testu und deren Spurt nach vorne gut erkannt hat. Und drei Satzbälle für die ehemalige Weltranglisten-Zweite. Sie Aufschlagspiel zu 0 durch und dominiert jetzt die Gegnerin doch recht deutlich. 6:3 der erste Durchgang in einem relativ gemütlichen Tempo für Conchita Martinez. Da hat sie nicht allzu viel tun müssen. Das war wirklich nicht zu problematisch, obwohl Sandrine Testu am Anfang sehr gut spielte, aber dann vielleicht ein bisschen zu viel riskiert und plötzlich riss der Faden im Spiel der Französin und Conchita Martinez konnte ganz geruhsam wieder anknüpfen an die Leistungen ihrer Spiele der Runden zuvor, da hatte sie ja auch keine allzu großen Schwierigkeiten. Hier sehen wir nochmal die Statistik vom ersten Durchgang. Was den Aufschlag anbetrifft, ist das wirklich hervorragend von der Spanierin. Aber auch bei Testu nicht schlecht. Allerdings haben beide bisher nur einen Ass geschlagen. Doppelfehler glücklicherweise keine. Die direkten Punkte auf der Seite von Testu mehr, aber eben auch die der Fehler. Das ist eine natürliche Konsequenz ihres Spiels, ihres natürlichen Spiels, wenn man so will. Conchita nicht unbedingt die aggressivste. Testu braucht mehr Möglichkeiten zum Angriff, riskiert dementsprechend auch mehr und auf diese Art und Weise kommen dann aber auch mehr Fehler zustande. Erstes Spiel, zweiter Durchgang, die Französin serviert. Wunderschön und vor allen Dingen von Beginn des Punktes an sehr, sehr gut gespielt. Der Aufschlag schon hervorragend platziert und damit die Gegnerin weit rausgezogen aus dem Feld. Und dann sieht man, dass sie den Raum günstig nützt. Und das hier, dazu gehört eine Menge Ballgefühl.
Sandrine-Testü. Das werden Sie sehen. Wichtiges Auftaktspiel für Sandrine-Testü. 1:0 Führung im zweiten Durchgang. Mal sehen, ob sie diese Qualität weiterhalten kann. Conchita Martinez beim Aufschlagspiel. 0:1, zweiter Satz. 6:3, der erste für die Spanierin. Die ehemalige Wimbledon-Siegerin. Bildschön, und das wird Sandrine Destü vielleicht doch ein bisschen bremsen bei diesem Spurt nach vorne ans Netz. Das ist eine ganz enge Entscheidung. Gegen eine Französin hat Conchita Martinez hier bei diesem Turnier schon gespielt, gegen Angel Sido. Und die war auch die einzige bisher, die ihr einen Satz abnehmen konnte. Sandra Klösel, Miriam Oremans und Barbara Schett wurden alle in zwei Durchgängen abgefertigt. Zwei Chancen zum Break für Sandrine Testü. Das wäre genau der gleiche Einstand also wie im ersten Durchgang. Da hat nicht viel gefehlt zu einem zweiten Ass. Bisschen enttäuscht. Vor allen Dingen auch von einigen Entscheidungen, die ihr da nicht gefallen. Verständlicherweise, muss ich sagen. Zweiter Breakball weg. Stand. Und die Täuschung ist hier ins Gesicht geschrieben. Das war eine dicke Möglichkeit. Das gibt ein schönes Überblicksfoto über das gesamte Stadion, das wirklich so eine Aufnahme wert ist. Eine tolle Kulisse.
Zeigt sie sich nicht nur gut, da findet sie auch genau den richtigen Moment zum Angriff. Und der Ball ist auf der Linie. Aber man hat dennoch das Gefühl, dass sie nicht ganz frei spielt, Sandrine Testü, dass ihr vielleicht heute doch ein bisschen einiges wehtut. Bewegt sich nicht so gut wie in den letzten Begegnungen. Schade. Auch wenn es jetzt der Beginn, das zweite Spiel des zweiten Durchgangs ist, das ist ein ganz wichtiges Aufschlagspiel von Conchita Martinez. Falls sie es verliert, dann hat die Gegnerin sicherlich noch die Möglichkeit, da vielleicht für den Satzausgleich zu sorgen. Nicht nur wegen des Breaks Vorsprung, sondern auch wegen des Selbstvertrauens, was sie dadurch wieder gewinnen könnte. Ass Nummer 3. Der sitzt noch. Und das ist natürlich genau das richtige Mittel gegen Conchita Martinez, nämlich deren oft verzögerndes Spiel, langsames Grundlinienspiel, ein bisschen zu durchbrechen. Hier der Versuch der Spanierin, das Ganze etwas zu variieren. Auch abgeblockt und zum vierten Mal Einstand. Drei Asse, ein Doppelfehler, jetzt auf der Seite der Spanierin. Martinez.
Conchita Martinez setzt sich durch. Die Fehlerquote bei Testu eben doch zu hoch. Auch wenn zwischendurch immer mal wieder sehr schöne Punkte dabei sind. Und dementsprechend dieses Marathon-Aufschlagspiel von Conchita Martinez zu ihren Gunsten. 1:1 also der Spielstand. Im zweiten Durchgang. Beide Male ganz, ganz knapp. Da hat sie wieder sehr viel riskiert. Viel Druck diesmal. Und die Länge hat gestimmt. Wieder der Fehler mit der Vorhand. Das verunsichert natürlich und eine erneute Breakchance für Conchita Martinez, nachdem sie selbst ja zuvor zwei hat abwehren müssen. Exzellent pariert. Aber Martinez hat noch eine weitere Möglichkeit. Davon bräuchte sie noch ein paar. Sehr schöne Punkte hintereinander weg von Sandrine Testu, bringt sie jetzt in die Möglichkeit, selbst dieses Aufschlagspiel abzuschließen und 2:1 in Führung zu gehen. Verdienter Beifall für diesen schönen Angriff.
Der springt so hoch auf, dass das eine richtige Einladung ist für Martinez zum zweiten Mal Einstand. Dritte Breakchance für die Spanierin in diesem Spiel. Tja, da lässt sie den Kopf hängen. Ein weiterer Fehler. Es sind zu viele mittlerweile. Vier Breakchancen hatte Martinez. Die letzte hat sich jetzt genützt und damit 2:1 Führung für sie. Die Spanierin hat wieder die Nase vorn in dieser Begegnung, wie auch schon in Satz 1. Sie hat sich lange gewehrt, Sandrine Testu, gegen dieses Break, aber... Conchita Martinez hat es doch noch geschafft. Es war ein heiß umstrittenes Aufschlagspiel, wie auch schon das letzte der Spanierin. Sie muss also jetzt durchaus aufpassen bei eigenem Service. Sie darf Sandrine Testu noch keinen Moment unterschätzen. Noch ist da noch alles drin für die Französin. Die Nummer 13 der Welt, immerhin. Die sich, wie gesagt, letztes Jahr so schön nach vorn gearbeitet hat. Unter anderem durch ihren ersten Turniererfolg, und zwar... in Palermo, dort gewann sie den ersten Titel auf der Tour. Da könnte in diesem Jahr durchaus noch einiges dazukommen nach ihren Leistungen, zum Beispiel hier bei den Australian Open. Sandrine Testu einen schönen Punkt erzielt, kommt sofort die richtige Antwort beim nächsten von Conchita Martinez. Mit einem Winner wie diesem zum Beispiel. Solche Bälle müssen natürlich sitzen. Das haben sie auch in den letzten Begegnungen von Sandrine Testu. Aber das ist eben eine Gegnerin eines anderen Kalibers als die Gegnerinnen zuvor, wie eine Jana Kanda, ohne dir was wegnehmen zu wollen. Die hat immerhin einen Satz gewonnen, aber dann nichts mehr zu bestellen gehabt mit 6-0, 6-1 in Satz 2 und Satz 3. Zuvor Leon Garcia, das ist auch nicht so schwierig. Und auch nicht Adriana Yassi oder Tamarine Tanasuka. Und so sehr die sich auch schon hervortun konnte bei diesem Turnier, das waren trotzdem keine Gegnerinnen wie eine Conchita Martinez, die natürlich in einem Viertelfinale eines Grand Slams schon sehr viel häufiger stand als Sandrine Testu, die erst einmal diese Erfahrung machen konnte letztes Jahr bei den US Open. Thank you.
Aber jetzt doch ein unguter Fehler von der Spanierin und die Breakchance für Testu. So schnell kann es gehen. Hat sie Glück gehabt, denn sie hatte sich da eigentlich schon wieder in die Defensive zurückdrängen lassen, Sandrine Testu, aber diesmal wieder der Fehler von Martinez. Sie haben es vielleicht gerade eben eingeblendet gesehen, liebe Zuschauer, ganz wichtig natürlich morgen ab 9 Uhr sind wir live dabei mit dem Spiel zwischen Sandrine Testus Kollegen Nicolas Escudé und Nicolas Kiefer. Auch dort geht es dann um den Einzug ins Halbfinale. Bei den Herren. Und auch natürlich Huber gegen Sanchez morgen mit im Programm. Zweite Breakchance gegen Martinez. Da dreht sie sich ganz schnell weg. Zu enttäuscht über diese erneuten Fehler mit der Vorhand. Ja, aber auch das klappt nicht. Da sind jetzt schon zu viele Möglichkeiten, die sie da verspielt. Im Moment fühlt sich sicherlich auch Conchita Martinez nicht allzu wohl mit ihrem Rhythmus, mit ihrem Spiel. Das wäre die Chance für Sandrine Testu, da ranzukommen. Aber sie muss sie irgendwann auch mal nutzen. Das war schon die vierte Breakchance für die Französin in dieser Begegnung, in diesem Spiel. Thank you.
ein Raunen im Publikum. Doch der ist draußen. Sie wollte natürlich Martinez möglichst weit nach hinten schieben, um dann selber angreifen zu können. Aber das geht schief und damit nach langer Mühe und Not doch noch das 3:1 für Conchita Martinez. Ob das jetzt schon reicht? Hat sie der Französin den Schneid abgekauft damit oder nicht? Das ist nun die Frage. Das zweite Ass von Sandrine Testu. Na endlich. Sie verfügt ja normalerweise nur wirklich über einen recht guten Aufschlag. Aber heute kam der auch nicht so zu tragen. Bisher. Diesmal konstanter, da hat sie die Punkte hintereinander weggespielt, ohne zwischendurch wieder mal sich über einen Fehler zu sehr ärgern zu müssen. Verkürzt auf 2:3. So sieht's aus, so muss es sein. Da versucht sie sich selber nochmal anzufeuern, aber so ganz zufrieden ist sie heute nicht. Das kann sie auch nicht sein. Dazu waren es einfach zu viele Fehler, vor allen Dingen mit der Vorhand. Da gab es zu viel, was sie durcheinander gebracht hat, zu viel, was sie Kraft und Fehler gekostet hat. Oder Punkte vielmehr. Tja, auch bei Conchita Martinez kann es besser aussehen, aber was soll's, sie führt auf dem Papier, auf dem Scoreboard mit 6:3 und 3:2. Jetzt gleich wieder bei eigenem Ausschlag. Conchita Martinez hat zweimal hintereinander große Mühe gehabt bei eigenem Aufschlag. Das ging jedes Mal über 4-5 Mal Einstand. Sie führte aber mit einem Break im zweiten Satz, hat den ersten 6:3 gewonnen. Jetzt 3:2 aus der Sicht der Spanierin.
für Sie bitten. Perfekt, der war nicht zu erkennen im Ansatz, die Richtung zumindest von Conchita Martinez. Sie spielt im Grunde genommen taktisch, sehr klug und sehr richtig, nur die Ausführung. Da mangelt es heute bei Sandrine Testu. Da hat sie an diesem Tag die Mittel nicht, um Conchita bisher wirklich zu beeindrucken. Zumindest nicht konstant genug, nicht auf Dauer. Hier zu 2 für Conchita Martinez nach diesem schönen Punkt. Mit dieser Rückhand hat sie schon eine ganze Menge Punkte erzielt. Sie baut den Vorsprung aus. Und jetzt merkt man auch, jetzt ist sie heiß drauf, das Ganze in 2 Sätzen über die Bühne zu bringen. Geht einen guten Meter raus. Hat sie eine Menge laufen müssen bei diesem Ballwechsel. Schön. Von beiden gemacht. Martinez hat da aufgepasst, denn dieser Ball von der Gegnerin eigentlich wirklich sehr gut platziert und wieder schwer zu erkennen. Dieser beidhändige Rückhandball ist so schwierig einzuschätzen und da steht die Spanierin richtig. Und der hier, tja, wie mit dem Lineal gezogen. 0:30, wieder wird's eng für Sandrine Testu. Drei Break-Chancen für Conchita Martinez und das wäre ja dann wohl auch die Entscheidung in dieser Begegnung. 2 Breaks, die verkraftet sie kaum noch. Außer sie bringt ein Kunststück à la Anke Huber fertig, die ja gestern zweimal so einen Rückstand in Satz 2 und 3 gegen Amanda Kurzer noch aufholen konnte und schließlich tatsächlich gewann. Na bitte, kaum sage ich's, läuft's besser. Hilft, wenn danach sofort wieder der Fehler kommt. Symptomatisch für das gesamte Match. Immer wieder gab es sehr, sehr schöne Punkte von Sandrine Testu, aber danach gefolgt gleich wieder von einem vermeidbaren Fehler. Und
genau das gleiche haben wir auch hier und dementsprechend zieht jetzt Conchita Martinez auf und davon. 5:2, das zweite Break, der zweite Satzverlust von Testu in diesem zweiten Durchgang. Und damit dürfte wohl Conchita Martinez jetzt bei eigenem Service das Ganze beenden können. Müsste sie eigentlich, wenn sie konzentriert bleibt, wie bei dem Aufschlagspiel zuvor. Und damit wäre dann die Spanierin Gegnerin von Lindsay Davenport im Halbfinale. Tja, das andere Halbfinale, das entscheidet sich dann morgen. Da treffen dann aufeinander Martina Hingis und Conchita und Mary Pierce in der Wiederholung des Finales vom vergangenen Jahr. Und dann Anke Huber gegen Arantxa Sánchez Vicario. Und das wird sicherlich eine mindestens ebenso interessante Begegnung werden. Anke Huber ist nach dieser Begegnung von gestern wirklich alles zuzutrauen, das muss ich sagen. Das hat ihrem Selbstvertrauen sicherlich einen Riesenschub gegeben, dass sie trotz nicht besonders guten Spiels, vor allem im ersten Satz, trotz zweimaliger großer Rücklage im Spiel noch aufgeholt hat, die Nerven bewahrt hat, angegriffen hat und eine Spielerin von der Klasse von Amanda Kutzer noch bezwingen konnte. Also, sie serviert zum Matchgewinn. Neue Bälle auch noch für Conchita Martinez zum Einzug ins Halbfinale der Australian Open 98. Sie glaubt nicht mehr dran und damit geht's dann auch nicht. Wieder Probleme mit dem Racket. Ein bisschen Frust bei der Spanierin. Die beiden hat sie schon klein gekriegt. Zwei Punkte fehlen. Conchita Martinez noch zum Einzug ins Halbfinale und damit sicherlich auch wieder zum Sprung in die Top 10, ganz egal, was danach passiert in diesem Turnier. Zwei Matchbälle für Conchita Martinez. Knapp im Aus, auch wenn sie es nicht glauben mag. Da gibt es ausgerechnet zum Schluss noch mal Diskussionen. Das finde ich schade. Das muss nicht sein. Di Larkin bestätigt offensichtlich diese Entscheidung.
Sandrine Testu sagt, das war nur ein Zuschauer, der da ausgeschrien hat. Es war nicht ein Linienrichter, aber Mrs. Larkin sagt, das ist nicht richtig. Das war trotz allem auch die Linienrichterin und sie hat es selber auch so gesehen. So verstehe ich das im Moment, diese Diskussion. Oh, ist das bitter. Ausgerechnet beim Matchball. Und da ist das Match auch vorbei. Conchita tut das sicherlich auch leid, dass das jetzt mit so einem Missklang ausgehen muss, diese Begegnung. Hoffentlich war es nicht wirklich ein Zuschauer. Was soll's, allem zum Trotz war